Das Kraftzentrum des Tesla-Fahrzeugs basiert auf einer etwa 100 Jahre alten Erfindung des großen Wissenschaftlers Nikola Tesla, dem Induktionsmotor. Der Induktionsmotor besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem Stator und dem Rotor. Hier sehen Sie den detaillierten Aufbau des Motors. Der Rotor ist lediglich eine Ansammlung von leitfähigen Stäben, die von Endringen kommen. Richten wir nun unseren Blick auf den Akku. Sie werden erstaunt sein, dass es sich hierbei lediglich um eine Ansammlung von gängigen Lithium-Ionen-Zellen handelt, die denen, die wir im Alltag verwenden, sehr ähnlich sind. Die Zellen sind in parallelen Reihen angeordnet und verbunden, um den Strom zu produzieren, der für den Antrieb Ihres Elektroautos erforderlich ist. Glykol wird als Kühlflüssigkeit durch Metallrohre in den Lücken zwischen den Zellen geleitet. Das